Leute, willkommen zurück zu Aliens Dark Descent. Ich bin gerade auf biologischer Forschungsreise unterwegs. Guck mir den Kameraden mal an, der einfach nur schon seit 5 Minuten von rechts nach links läuft. Einfach nur, ich kann jetzt wieder mich nicht bewegen. So dieses übliche Problem, ne? Das geht mir richtig auf den Sack, das können sie mal wegpatchen, dass die mich voll labern, wenn die in der Ecke sitzen, Alter. Du kannst nichts anderes machen, ja? Ich muss jetzt Tatsache warten, bis er hier ist und dann versuchen rüber zu rennen. Aber die haben ja auch hinten Augen. Ich hätte nämlich keinen Bock, jetzt schon wieder gesehen zu werden, dass hier schon wieder Affenalarm ist. Das ist echt anstrengend. Weil er hat ja auch gar keine Mission so, ne? Ja, der wurde jetzt einfach wieder gespawnt. Ja, und er ist schon los. Nur um hier auf die Ketten zu gehen. Na komm, können wir eh nicht verhindern. Geht halt nicht. Alter! Wie mega knapp war das denn bitte? Sonst hätte es jetzt hier hießen, wir hauen hier in die Fresse. Der rote Strahl hat ja schon seine Rüstung geschlagen gerade. So ein bisschen am Poloch gekitzelt, der rote Strahl. Das war ja bei mir ein bisschen, weil der so knapp war. So, Mission war erster Stock, right, genau. Da habe ich mich nicht getraut. Wollte ich erstmal ein bisschen Bubu machen in einem Sicherheitsraum. You okay, brother? Quiet people. Find cover. I'm not sure. I thought I'd be chosen by now, you know. I really wanted to see them. Trust Marlow. Don't worry. Yeah. You think? I haven't seen the temple either. Maybe I'm not worthy. Oh, it's not about that, brother. I heard only our guardian brethren are trusted with the keys to the temple. Safe position taken. Ja, wollen wir den Beten mal helfen, ja? Ja, meine Top Marines machen einen kurzen Prozess mit euch. Klein Fanatiker. Ja, lass uns über die rechte Seite drin laufen. Ach nee, da muss ich ja. Ah ja, damit ich eine bessere Position habe, muss ich hier blechen. Material. Aha. Pay to win. Also wenn wir schnell sind, ja. Nee, nicht die Schrotflinte. Mann, wähl jetzt hier den verfluchten Axtdunge. Und hier kommt auch einer hin. Ihr braucht noch einen, oder was? Kill that bastard. Okay. Come on, team. Alter, was war das denn? Brothers, I've hit. Toll gemacht, Marines. Alle mal durchladen hier. Also hätte man sie seitlich erwischt jetzt, ne? Dann hätte man schön hier rumwandern können. Alright, let's see what's in there. I'm in. According to the mainframe, the containers should be in the basement. How original. How can we access it? I'm not sure. That refinery's system is ancient. But check that sector map. Reveal the first floor, and I'll find a moment to help you. Darf ich hier nochmal hin? Die Sector Map. Bisschen was aufklären hier. Alright, let's see what's in there. Mal gucken, 2 Minuten aufgucken. Hey Judas, wir haben die totale Vergeltung hier weit aufgeladen.
kann man sich auch ein bisschen mit heilen. Und die Leute kämpfen dann geiler. Wie sag ich mir das? Enthülle das Erdgeschoss. Da, so. Hab's getan. Investiere ich mal hoch. Wow. Wie viele Räume das wieder sind. Der erste Stock scheint ja nicht viel zu sein hier. Okay, was ist das denn noch? Mach mal zu hier, den Hobel. Mann. Check your motion trackers. They're flanking us. Come on, team. Kommen die da jetzt durch, oder? Hurry up, you slugs! They're here. Destroy them. Oh, no. Destroy them. Grenade! Bring them to bottom. Light them up! Oh, ich könnte die nicht einfach hier so durchlatschen lassen. Oh, oh Gott, haut hier gerade mit meiner Steuerung hier hin. Feuer! Ach, der andere kriegt einen Stab denn. Komm, Leute. Lass ihn doch nicht erst hier wieder die Spitzhacke anbauen, ey. Oh, ja, genau. Was ein Stunt. Da kommt ohne einer. So, so geil, die werden getroffen, zucken und im selben Moment lösen sich Schüsse. Kommt Leute, Feuer. Jetzt hat er keine Deckung. Feuer. Oh, da kommen neue Kroketten. Nein. Granate. Shotgun Shot. Alter, Leute, kämpft. Oh, der Schütze ist tot. Keine Rüstung mehr übrig. Wenigstens gibt es hier ein bisschen Wiedergutmachung. Na, das zahlt sich aus, doch, das glaube ich, mit dem Plündern. Ich hoffe, es gibt noch eine Stufe 3. Ah, guck mal, hier können wir gerade das ausruhen. Das machen wir. Oder? Kriegt zwar wieder einer Schaden? Durch den Raufbold? Andererseits haben wir nicht so viel Stress, ne? Na, scheiß drauf. Kann man immer gratis ruhen. Piep, boop, piep, boop, piep, boop, piep. Reisen wir jetzt wieder ab, ja, ne? Gibt es hier noch was mitzunehmen? Cool. Copy. Na, hier läuft es bis jetzt noch recht entspannt, ja, aber das wird sich sicherlich noch ändern. Also wenn man so diese... die Untergeschosskarte sich anguckt. Können wir hier mal die Zeit nutzen, um einen Tracker zu setzen. Oh, und die brauchen wir auch. Das ist ein schöner Raum hier.
found something. Looks like a data pad. Access. Lass mal kurz lesen hier. Terminal Sergeant Hector Stone. An Malcolm. Es war nicht leicht, aber ich habe dir die Impulsgewehre besorgt. Es sind ältere Modelle, aber dafür sind sie pflegeleicht. Und sie schießen sogar halbwegs geradeaus. Der Rest muss warten. Die LT ist misstrauisch. What's LT? Ich werde in letzter Zeit dauernd kontrolliert. Blöde kleine Göre. Die ist ja noch grün unter den Ohren. Kaum war sie hier, hat sie mit ihrer Ausbildung an der Akademie angegeben. Als wäre sie deshalb was Besonderes. Sie war noch nie im Einsatz, aber bildet sich ein, alles zu wissen. Und die anderen? Es könnten ein paar Rekruten dabei sein. Tabloff, vielleicht Jenna. Ich werde ihn mal auf den Zahn fühlen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt. Sie haben genug in der Birne, um zu wissen, dass der Sicherheitsdienst für Weyland Yutani auf Dauer nicht die besten Überlebenschancen bietet. Okay. So, jetzt dürfen wir Kameras checkeln. Oh. Den will ich haben. Alter, wer ist er? Yeah, he's using a security pass. Must be one of those guardians. Let's pay him a visit. Es sieht aus wie, so, wie diese Aliens, ne? Mit diesen Dingern am Rücken. We didn't come here to enjoy the view, so move now. Move on. Go grab that guy, squad. I've opened the door for you. Kannst du eigentlich öfter mal machen. Move, move. Nach dem Einsatz müssen wir unbedingt das Sniper-Gewehr erforschen. Sup, sup, sup. Noch mehr Munition. Shit. Ah, it's coming to us. Right now. Let's see what's inside. Müssen wir schon wieder mit Clowns kloppen hier. Wir haben ja Heilmittel bei, ja. Und hinten liegt ja auch noch ein bisschen was für uns bereit. Ich muss sagen, dass die Auseinandersetzungen mit den bewaffneten Menschen schon anstrengend sind auf irgendeine Art. Weil die halt auch aus großer Distanz, also quasi genauso treffen wie wir, ne? Hier ist der Kunde drin. Und da hinten liegt der Sünd, den ich mitnehmen möchte. Das sehen wir erstmal hier drin. Aber die werden mich bestimmt jetzt sehen beim Hacken, oder? Warum kann ich mich jetzt hier nicht ducken? Warum? Gott. Ja, naja. Ich finde das System, das ist so nicht so richtig passiert, ne? Hurry up, you slugs. Bring them to Marlo. Und gleich eh nicht kriegt, Alter. Tango down. Grenade. Let's rock. Focus fire on target. Ah, das haben wir, das ging ganz gut. Oh ne, das ging jetzt nicht so gut. Schnell hier hinter. Kommt, Jungs. Dann müssen sie um die Ecke kommen. Los, knallt voll. Grant us your strength. A glorious death! By Marlo. You hear that? Watch out! Schöne Ding, Leute. On my way. Ey, was er mitgekriegt hat, was hier draußen abging, ja? Schön direkt vor der Tür.
Bestimmt Party gewesen. Und er hockt hier lässig ab, oder was? Ein Alien im Bauch. Ach, dass er akzeptiert wird. Wow, voll gruselige Vorstellung. Ich hab natürlich ja keine Punkte. Das ist ja geil. Ihr müsst aus der Deckung kommen und schießen, Freunde. Oh, ist das... Kann mir mal jetzt bitte in ganz kurz sagen, ja? Ja, war klar. Säure zehnfach. Und jetzt nochmal Säure und totes Simmarine. So, unsere Dinger sind voll. Der muss jetzt richtig in der Fresse. Oh! Nein! Oh, die teilen sie auch noch auf. Oh, nicht gut. Das war mit meinem Marine. Nein, nein! Koma. Oh, nee. Ach, hör doch mal auf, Mann. Was soll denn das, ey? Wenn einfach hier wieder Situation, Peng. Ach. Bis da wurde das jetzt wieder gespeichert, hat das letzte Mal? Oh, ey. Dieses Spiel, Mann. Da stehst du schon vor der Deckung und du kannst... So schnell kannst du überhaupt nicht reagieren. Dann hast du keine Punkte. Ey. Kannst nicht mal Sperrfeuer drauflegen, um noch ein bisschen Zeit zu gewinnen, ne? Ah, oh, ich mir das auf den Sack, ey. Ich weiß so ja nicht, wozu ich meinen Richtschützen hier habe. Der hat ja überhaupt keine Dingswaffe bei. Fällt mir mal so auf. Komm, Alter. Ich will jetzt auch nicht warten, bis die Punkte stundenlang aufgeladen sind, ja? Ja, dann geht das Werkzeug weg. Ratzfatz. Wenigstens hat er vor der Tür gespeichert, das ist ja schon mal richtig gut. Alle raus und schießen. Ey, wir stehen hier hinter der Deckung. Oh, das riecht mir so auf. Okay, nochmal einen Hit kriegen hier. Komm, 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 komm. Ah, das lief wohl wieder richtig scheiße. Ah, noch mehr. Relax, guys, we're USCM. You're all safe, but I need to know what happened here. I think they're called the Darin Era. Lunatics. They asked about our genes. We got separated, my family. They took them to their temple, oh God. I hope they're okay. You need to help them, please. Easy, easy. How about you? Why do they keep you here? I don't know.
They took our blood and locked us in here. Told us we'll be lucky enough to meet Cassandra. Be part of her great project. Wait, what did he just say? Pretty sure I heard Cassandra, Chief. Huh. Old school name. I hope she made her parents pay for it. Keep your trap shut, Hunslet. Marines, get these civilians back to the ARC now. Machen wir, Captain. Affirmative. Let's see what's inside. Oh, gibt's hier kein Werkzeug drin? Ich will Werkzeug. Also, ja, ich spiele gerade. Ich brauche Werkzeug. Ich schweiß uns hier aber mal kurz ein mit den, Weld that door. Zum Saven. Und ein Werkzeug brauche ich auf jeden Fall noch. Weil ich glaube, den Synth, den muss man reparieren. Door secured. So, dann schlimmern wir hier alle mal gemeinsam. Holen uns eine Kelle von dem Raufbold ab. Raufbold. Jetzt müsste man so in der Sequenz sehen, wie dann so einer so schon ausrastet. Das ist ein komischer Perk irgendwie. Weiß ich nicht. Wakey wakey. Wakey wakey. Come on, team. Achso, na, die sind bei mir, okay. Cut that door open. Ich glaube, die schießen auch ein bisschen. Door open. Shit. It's coming to us. Wir können ja unser Moped noch näher holen. Aber wir positionieren das schon mal da oben. Was ist das wieder ein Haufen von den Affen, ey? Vielleicht doch hier unten hingehen schnell? Und die abliefern? Ich möchte jetzt keinen von denen verlieren, ja? Hier kann ja noch. Was dann passieren jetzt? Ah! Ah, okay. Lockt auch Menschen an, hätte ich nicht gedacht. Nein, ich versuche gerade die richtige Taste zu finden, Mann. Die Klappe. Schiebt die Karte darin, Alter. Oh. Kacke. Wo kam? Das ist jetzt ein Alien, ne? Nee. Oh, ihr könnt dann wieder auf den schießen. Nee, wird nicht gerockt. Weg hier. Let's rock, Alter. Munition lassen wir da liegen. Ich hab keinen Bock, dass die jetzt gleich wiederkommen. Ich möchte jetzt noch den Synth mitnehmen. Da liegt hier auch noch ein bisschen lecker Zeug rum. In der Werkshalle. Ah, ist voll, okay. Alter, what? Wieso? Warum muss sie jetzt die Flinte abfeuern? Das verstehe ich nicht. Das heißt doch, das Teammitglied, was am meisten Sinn macht, feuert hier die Sachen ab. Und ich krieg immer den, der irgendwie an letzter Stelle rumguckt oder in der dunkelsten Ecke überhaupt keinen Schusswinkel hat. Das sind immer die Leute, die mir zugeteilt werden für den Schuss. Wir müssen hier durch, ne? Blockiert. Okay, ja, aber der Weg ist richtig. Schnell, schnell, schnell. Bewegung! Bewegung! Move, move! Wir erkunden das gleiche, wir bringen nur die Leute weg. On my way. Safe position taken. Krass, dass die Aliens ja keinen Bock haben gerade. Wo ist unser Mobil? Access granted. Safe position taken. Komm hier rein gefahren. Das ist auch gut. Wait. I think we lost them. Na, wenn die nächste Jagd getriggert wird, dann wird schon wieder wilder. Looks like a data pad. Oh, hier ist auch noch was. Oh, yummy, yummy. That's Berkeley's train. Be on the lookout, squad. Let's see what's inside. Ey, wie weit kann man echt bis hier hinlaufen, krass? Safe position taken. Das dann nicht mit einer Kiste zu belohnen. Nein, nein. Come on, team. Wäre auch cool, wenn man die Dinger reparieren könnte, hier die Anzüge.
Halten bestimmt ein bisschen was aus. Drone spotted. Nö. Das müsste eigentlich unser Moped machen, oder? Nun komm. Perfekt. Dann müssen wir den Synth nicht so weit transportieren. Ihr dürft nach Hause. Nee, ist ja noch richtig. So. Synth, wo legst du rum? Wir haben 3 volle Punkte. Das heißt, es gibt hier eine Mine für die Aliens. Und ich möchte auch hier gleich noch einen Motion Tracker aufbauen. Motion Tracker deployed. Hier ist er drin, ne? Ja. Der hat aus einem Haufen hübscher Decken gelegen. Und der hat Werkzeug bei ihr. Komm. Muss so sein. Das wäre einfach nur richtig fair. Ah, okay. Access granted. Der Lichter. It's our guy. Let's repair that synth, Marines. Na, guck mal, Tatsache. Werkzeug. Tago wird ein Konstrukteur. Konstrukteure bringen Ressourcen. Sind erfolgreich Ritter erhältst du an Bord. Ein Konstrukteur. Marine kann beschädigt, bla bla bla. Der folgt ja im Trupp und schießt auf Feinde in Sichtweite. Jetzt haben wir schon wieder kein Werkzeug. Mann! Können wir tauschen am Panzerwagen hier von den Erste-Hilfe-Sets oder so. On my way. Stay still. Gonna patch you up. So, Synth is safe. There. Like it didn't happen. What's the next mission? Ach, die Brücke. Also cool, dass er das erkennt, ja? So. Nächste Ebene mit dem Lastenaufzug. Und da können wir ja mal mit dem Auto verlegen. Das ist cool. Muss ich hier nicht alles ablatschen. Zack. Springt rein. Smoothies, andere Softdrinks, alles gratis. Habt ihr euch verdient. Das ist ein echter Panzerwagen, ja, der durchbricht auch mal Sachen. Haha, guck mal. Das hätte ich mir als Alien aber auch zweimal überlegt, ob ich da jetzt aus meinem Schacht springe. Boah, der hat's richtig gekriegt. Ups, ich drücke hier mal die falsche Taste. Das ist bei jedem Spiel dasselbe, ne? Weil mein Mikro so vorhängt. Ich weiß, ich habe das schon 1000 Mal erzählt, aber sobald du keinen, nicht mal flüchtigen Sichtkontakt auf die Tastatur hast, ist das bei mir schon Kontrollverlust angesagt. Was ist eigentlich hier los? Hier waren wir doch auch schon, ne? Hier dürfen wir nicht lang. Oh, wir haben schon wieder, so viele Punkte. Man könnte ja auch clever sein und so einen Motion Tracker mal direkt hier beim Panzerwagen installieren. Alter, wie genial ist denn das? Das ist übel schlau, oder? Wenn ich jetzt mir ein Problem zu nahe kommt, drücke ich hier den Motion Tracker auf Überladung und alles rennt dahin und der Panzerwagen macht ein klares Schiff. Ich bin so ein Brain, Leute. Cool, er hat eine Zugangskarte, ja. Und der tippert auf der Tastatur rum.
Ah, ist hier so ein Wilder. Ui, ui. Eigentlich würde ich das schon gerne mal ausprobieren, ja? Aber ich darf mich jetzt hier hinten nur so verstecken, richtig? Ist jetzt auch kein Thema, den Typen abzuknallen, ja? Der kann ja jetzt da hinten in einem Flammenmeer untergehen, eigentlich. Weggeflogen ist wie ein Fisch. Bitte kurz mal Leuchtturm gemacht. Oh, schnell rein. Die anderen Kroketten kommen. Das hier, wollen wir das mal ausprobieren? Alle hin da! Ich möchte das sehen. Dann bleiben die echt da stehen. Boah. Da, durch die Aliens sammeln sich da vielleicht auch ein bisschen Loot an, ja? Jeder mal ein paar Proben fallen lassen für uns. Später gleich nochmal einen installieren. Das mache ich jetzt öfter, glaube ich. An den Autopunkten einfach mal einen Sensor hinstellen. Und die niesen. Das ist ja schön hier. Dann können wir die Tür hier hoch aufmachen und sind schneller beim Panzer. Geil. Und was ist hier nur los? Alter. Waschen können wir uns auch noch. Den Alien-Spritz abwaschen. Die lassen wir schön zu. Können wir mal die Musik wieder ein bisschen hoch machen, oder? Die ist ein bisschen sehr leise. Das wird ja. So ein paar Hintergrundgeräusche sind ja ganz nice. Aber gut, in den Action-Szenen übertreiben sie dann wieder, ne? So, meine Lieben, wir machen hier mal eine Pause. Die Folgen sind immer übel lang, aber es geht nicht anders. Ne? Das macht einfach mehr Sinn, wenn die so gute Dreiviertelstunde haben. Sonst schafft man hier nichts. Ich bedanke mich wieder einmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen ganz edlen Abend. Ja, guckt doch zur Abwechslung mal nicht nur ein Bier auf. Macht euch doch mal ein Glas Wein oder so. Ja? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Alien Dark Descent. Haut rein. Let's do what we came for and get the hell out of here.